Hallo, ich bin Daniel für Geeks Live Luxemburg hier auf der JCon und ich bin hier zusammen mit dem Herrn Dennis. Dennis, wie noch? Nachname ist Bliefering, mein japanischer Name ist Akito. Akito, wie bist du oder hast du den Namen gekriegt, Akito, oder hast du ihn selber entworfen? Wie kommt man dazu? Den habe ich mir jetzt selbst ausgesucht. Akito bedeutet übersetzt kleiner Teufel. Rührt daher mit meiner Vergangenheit als kleines Kind, war ich in Italien im Urlaub und habe dort hinterm Tresen alle Sicherungen rausgemacht. Und dort nannte man mich immer kleiner Teufel, deswegen habe ich das im Japanischen beibehalten. Also dein Spitzname auf Japanisch übersetzt. Genau. Klingt gut. Also, was macht ihr auf eurem Stand hier? Klär mich mal auf. Also wir zeigen hauptsächlich das japanische Mittelalter. Und zwar nicht nur im Krieg, zu Kriegszeiten, sondern auch, wie haben die Samurai gelebt? Wie haben ihre Frauen gelebt? Was haben Mikus, diese Schreindienerinnen, gemacht? Wie wurde gekocht? Das alles zeigen wir hier in unserem Verein, wollen den Leuten das repräsentieren. So eine Art wie Freilichtmuseum, kann man sagen. Also so ein bisschen wie Lab. Lab eher weniger. Wir kämpfen oder wir üben auch miteinander. Allerdings nicht mit Schaumstoffwaffen, sondern entweder auch mit Holzwaffen gegeneinander. Wir üben auch, wenn wir alleine üben, mit Metallschwertern. Und Lab halt eher weniger, ja, mehr Repräsentation. Tut das weh, wenn man sich dann damit trifft? Ja, das tut sehr weh. Das wäre nichts für mich. Wie bist du dann zu dem ganzen Verein oder zu der Organisation gekommen, wo du jetzt bist? Also wir waren insgesamt 3 Leute und wir waren schon immer tätig in verschiedenen Kampfkünsten, in Kampfkunstvereinen auch. Und wir hatten immer großes Interesse für das Mittelalter. Und als wir dann einmal über einen Mittelaltermarkt gelaufen sind, haben wir dann beschlossen, komm, mach mal einfach mal selbst was, aber halt in der japanischen Richtung, weil wir das bis daher noch nirgends gesehen haben. Und haben dann einfach beschlossen, wir gründen jetzt einen Verein dafür. Ja, und so fing das alles an. Okay, und der Verein heißt wie? Wir sind die Gruppe Wagonishikawa. Wagonishikawa bedeutet friedlicher und harmonischer Fluss im Westen und bezeichnet damit die Saar. Auf Asiatisch klingt das besser. Ja, ist so. Ich habe vorhin schon mit euch gesprochen. Die Schwerter werden selber hergestellt aus Bambus. Das dauert relativ lange. Hat jeder sein eigenes Schwert oder kann jeder sein eigenes Schwert leihen, kaufen oder wie läuft das? Also bei uns kaufen kann man es nicht. Es ist so. Unter euch? Ja, unter uns. Wir haben jeder unser eigenes Schwert. Und wer dann zu uns neu in den Verein kommt und möchte sich auch ein Schwert kaufen, den beraten wir dann auch gerne. Wir geben ihm dann die Tipps, welche Schwerter gut sind oder welche auch nicht, auf was er achten muss, wenn er sich eins holt. Wir sind auch gerne dabei dann beim Kauf und können ihn dann besser beraten. Das Gleiche gilt auch übrigens für unsere Kleidung. Wenn wir die Kleidung selbst machen, stehen wir da auch mit Rat und Tat zur Seite. Oder auch wenn sie gekauft wird, geben wir Tipps, wo am besten und worauf man achten muss. Also Nissan, immer so eine so eine Philosophie, so eine Lebensart, wo man hat. Ja, genau. Also wir leben auch größtenteils natürlich, so ganz kann man das natürlich heutzutage nicht mehr machen, aber wir versuchen auch das Ganze mit Authentizität durch unsere Körpersprache und durch Trainieren und alles auch so nach außen zu bringen. Kann man das überhaupt hier im Westen, lass mal so sagen, überhaupt durchsetzen, durchhalten? Wird man nicht von Leuten ein bisschen komisch beäugt oder angeguckt oder ist das irgendwie so... Man akzeptiert so, wie es ist nochmal. Also es gibt eigentlich so 2 Gruppen von Leuten. Die einen kommen vorbei und sagen, ach guck mal die Chinesen, was ja gar nicht stimmt. Und die interessiert das dann auch nicht weiter. Die andere Gruppe, die kommt dann vorbei und findet das auch ganz toll, was wir machen. Hauptsächlich auch Leute, die schon mal in Japan waren, denen das sehr gefällt, was wir hier machen. Ja, das ist halt so das meiste, was sich so aufteilt zwischen den Personen. Wo kann man euch finden, wenn man euch sucht? Facebook, YouTube oder eine Homepage? Wir haben eine Homepage, das ist samurai-saarland.de. Wir sind aber auch unter dem Namen Gruppe Wagonishikawa Saarland, sind wir auf Facebook zu finden. Ja. Okay, ich danke da. Das war wirklich Information auf großem Niveau gewesen, finde ich. Solche Leute wie euch habe ich noch nie gesehen. Es freut mich und... Ich hoffe, das war richtig gewesen. Tschüss. Tschüss.
sew me better. The flesh go flatter. But she ain't a Saturday. The kids play fuck it. I'm many. Daddy, so daddy, so daddy. You tell me fuck. There's no words you wouldn't hold. So get a word together. See you really cousin. But nice. I'm dirty. I'm actually fucking just.